So, hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Old Republic Sith Hexer. Und ich habe ja im letzten Part versprochen, gesagt, wie auch immer, dass wir ab diesem Part, ab Kapitel 2 jetzt, das übrigens Sith-Hierarchie heißen wird, sehr interessant, dass wir da eine neue Rüstung tragen werden. Ich habe auch schon mal alles organisiert und wir werden diese schöne Rüstung tragen, wo ich einfach finde, dass sie besser zum Sith Hexer passt. Da habe ich mir auch im Färbemodul alles geholt, alles Schnick und Schnack. Bei der Rüstung ist das Vorteil, man kann ein relativ preiswertes Färbemodul sich holen, da eigentlich die Hauptfarbe eigentlich fast komplett alles ändert, bis das hier auf die Seite. Aber ich finde, da sieht Rot eigentlich auch ganz nett aus, von daher habe ich das so gelassen. Ja. Auf jeden Fall haben wir nochmal 10 Sachen im Postfach. Ich konnte jetzt auch schon reinlunzen, was es ist, dadurch, dass ich ja das Färbemodul aus dem Postfach holen musste. Wir haben da nämlich einmal einen Goldseller. Den wollen wir aber uns gar nicht erst durchlesen. So, dann haben wir ganz viele Abonnentenbelohnungen. Alter, habe ich so lange schon nicht mehr gespielt. Das ist fies, ganz gut, den Jedi will ich nicht. Abonnentenbelohnung, AK-55 Bonuskapitel, haben wir so lange nicht mehr gespielt. Hier, frühzeitiger Zugang. Knights of the Fallen Empire, willkommen bei Knights of the Fallen Empire. Nee, das muss jetzt erst gekommen sein, so lange ist es doch noch nicht her, dass wir gespielt haben. 28 Tage, vor 28 Tagen, die kamen dann bestimmt erst alle nach und nach. Shay Whistler nehme ich auch mal mit. Den komischen Droiden hier auch. Die kamen bestimmt erst jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles hier und so, ne? Oh, ich habe noch nicht die Rüstung weggeworfen. Shay Whistler können wir uns auch mal ranholen, aber die wollte ich jetzt eigentlich nicht als Gefährten haben, weil Shay Whistler... Nee, finde ich nicht. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, weil Shay Whistler lernen wir noch beim Sith-Krieger kennen. Da müssen wir sie jetzt hier nicht beim Hexer schon vorstellen. So, ich und das hier schieße ich mal weg. Das brauchen wir sowieso nicht. Wir haben ja jetzt alles, was wir brauchen. Also, was habe ich denn hier eigentlich noch? Ach, hier, dieses komische Lichtschwert, ja. Und hier. Kann man auch nochmal. Was haben wir hier eigentlich drin, ne? Nochmal schöne Rüstung für uns. Nö, und ja. So, ansonsten, hier, Cam, das kannst du haben. Und du denn dann? Ansonsten haben wir gar nicht mehr groß was, ne? Nein, das ist auch alles wahrscheinlich zu schlecht. So, dann auch einmal buffen, Erfahrungsschub rein und dann würde ich sagen, begib dich zu Darth Sechs Büro und ich würde sagen, das tun wir einfach mal. Wir haben ja im letzten Part oder in der letzten Aufnahme haben wir Darth Sech, dahin geschickt, wo keine Sonne scheint. Eigentlich haben wir sie zu Cam geschickt, aber bei dem scheint bestimmt auch keine Sonne. Und ja, Cam ist ja jetzt nicht mehr Cam so wirklich. Cam ist ja jetzt Cam... Cam-Sech. Sech-Cam. Wie man so immer... Es klingt irgendwie wie so eine Kamera. Sech-Cam. So eine kleine Digitalkamera. Die neue Sech-Cam. Für nur 200 Euro. Ja, auf jeden Fall haben wir Sech erledigt. Mehr oder weniger. Wir haben sie ja... Jetzt ist ja... Hat ja Cam, muss ich jetzt mit ihr behängen. Und ja. Und wir wollen erstmal gucken, was sich so in den Gemächern von Sech so aufhält. Was wir da so haben. Ja. Ruhe, Cam.
bin Darth Tanaka. Wir haben uns bereits unterhalten. Ich hoffe, ihr habt euch mit eurer neuen Aufgabe angefreundet. Eure rasante Karriere war sehr interessant für mich. Und da Darth Sesh tot ist, wurde es Zeit, dass wir uns endlich treffen. Wenn ihr Seshs Arbeit aufnehmt, haben wir viel zu besprechen. Trefft mich beim Grab von Darth Andu außerhalb von Car City. Also ich finde ja schon, dass unsere Sith-Hexe jetzt mit dem neuen Outfit richtig cool aussieht. Gerade nur mit der Korrumpierung durch die dunkle Seite. Die noch ein bisschen extremer wird, aber die sieht echt cool aus. Oder was meint ihr so mit dem neuen, ne? Sieht cool aus. Ein Grab. Das klingt nicht vielversprechend. Vergib mir. Mir fehlt selbst natürlicher Charme. Glaubt mir, ich freue mich, euch zu treffen. Natürlich. Was stimmt nicht mit diesem Thanaton-Typen? Dein Piratenfreund hat gute Instinkte. Thanaton hat mich auf Brom und Kars eingesperrt, als wir Skutia getötet haben. Und er hätte Schlimmeres getan, wenn er Beweise gehabt hätte. Mit ihm ist nicht zu scherzen. Hüte dich. Ach, den machen wir fertig. Den machen wir fertig. So. Okay, wir müssen jetzt zu Darth Andrews Grab. Ah, das war irgendwo im Heldengebiet, ne? Sagt man, mit was für Rüstung... Nee, das war falsch. Mit was für Rüstung rennen wir jetzt eigentlich gerade rum? 88, 92. Ich würde jetzt gerne das Level wissen, welches Level man mindestens haben muss, um die Rüstung zu tragen, weil ich glaube... Warte mal, der Gürtel, den haben wir doch erst angezogen. 98, also sind die jetzt schon Level 41... Ich überlege gerade, ob wir echt mal beim nächsten Planeten einfach mal die Heldenquests auslassen. Und ich habe wieder den Bug, dass ich nur meinen Gefährten buffen kann. Das ist sehr geil. Ob wir da einfach mal die Heldenquests auslassen? Wisst ihr wie? Scheiße, wo war das? Nee, ich glaube, wir müssen tatsächlich dahin. Bin mir jetzt nicht sicher. Dass wir die da einfach mal auslassen, einfach nur die Story-Quests machen. Ich habe ja gesagt, eigentlich würde ich mit dem Hexer immer die Heldenquests mitzeigen, aber... Aber die können wir ja immer noch machen, ne? Also, dass ich immer so ein bisschen auch meinem Planeten die Heldenquests auslasse oder so. Weil wenn ihr die unbedingt sehen wollt, die kann ich immer noch im Anschluss machen, ne? Die kann man ja jederzeit machen, deshalb kann ich es mir auch mal leisten, hier im Let's Play einfach mal zu sagen, wir lassen jetzt den Planeten aus. Ne, wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, wir haben Expansionsdistrikt. Ja, irgendwo hinten im Heldengebiet ist das. Wir fahren jetzt einfach mal hin, da kann ich noch ein bisschen quatschen. Ne, also das. Also ich werde jetzt einfach mal beim nächsten Planeten die Heldenquest. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie muss ich denn jetzt? Ich muss, glaube ich, erstmal über die Brücke, ne? Dass ich da die Heldenquests einfach mal weglasse. Vielleicht die nächsten ein, zwei Planeten. Dass wir einfach mal ein bisschen schneller hier mit dem Sith-Hexer vorankommen. Wenn ihr die Heldenquests dann immer noch sehen wollt, dann reicht das, wenn ihr mir einfach in die Kommentare schreibt. Dass ihr Heldenquests noch sehen wollt, dann können wir es immer noch machen. Das ist jetzt kein Thema. Hier kann man ja jederzeit machen, ne? Ist ja jetzt... Ne, weil die nächsten Chars und so auf imperialer Seite jetzt auf jeden Fall, also es fehlt uns ja noch der Kopfgeldjäger und der imperiale Agent, die werde ich dann nur noch so spielen. Da wird ja nur noch die Story gespielt und natürlich muss ich die Heldenquests natürlich trotzdem machen, um an das entsprechende Gear zu kommen und damit wir nicht gleich umfallen bei den ganzen Klassenquests, ne? Die werde ich aber rausschneiden. Ja, da. Ich werde dann hier nur noch die Klassenmission machen, weil die Story von dem Planeten nehmen wir ja schon mit dem Sith Krieger mit. Da guckt ihr euch Sith Krieger an, habt ihr vom Imperium alles.
was ihr storymäßig haben wollt. Ja, das könnt ihr einfach mal schreiben. Ich würde es einfach so machen. Natürlich, wenn wir dann wieder Gear brauchen, weil wir haben ja momentan nur Gear für Level 41 teilweise auch bestimmt 39. Wenn wir Gear brauchen, nehme ich sie wieder mit rein, aber ansonsten die restlichen werde ich ja immer so spielen, ne? Wie ich es gerade erklärt habe. So, Thanaton, wo bist denn? Da ist er ja. Tag. Danke für das Treffen. Respekt für die Vorgesetzten ist ein Kennzeichen eines guten Ziff. Natürlich wäre Sash anderer Meinung. Sie hatte in diesem Punkt völlig andere Vorstellungen. Sash hat die Traditionen nie respektiert. Wieso sollte sie auch? Das Leben als Sith bedeutet, frei zu sein, nicht blind einem beliebigen Haufen Regeln zu folgen. Seht euch vor! Mit dieser Einstellung könntet ihr eines Tages Ärger bekommen. Tradition, Prinzipien, Geschichte. Die Grundsteine unserer Gesellschaft. Sash weigerte sich anzuerkennen, dass ein kleiner Riss das gesamte Fundament ruinieren kann. Eure Arbeit war schlampig, sogar dreist. Aber die Nachricht ihrer Ermordung war süß. Ich wollte sie nicht töten. Es war Selbstverteidigung. Unsinn! Jeder Schüler will seinen Meister töten. Das ist kein Fehler. Nichtsdestotrotz sind wir hier, um über euch zu reden, nicht über Sash. Ihr habt bemerkenswerte Fähigkeiten gezeigt. Ich bin zwar ein strengerer Meister als Sash, aber ihr werdet sehen, dass ich gegenüber loyalen Anhängern unserer Traditionen nicht knauserig bin. Wenn ich also all eure Launen mitmache, werdet ihr mich vielleicht nicht töten. Argwohn kann eine Form der Weisheit sein, solange sie nicht zu Respektlosigkeit führt. Jetzt will ich sehen, wie ihr arbeitet. Dieses Grab gehörte Das Andru, einem Sith-Gelehrten und Alchemisten. Ich bin an seinen letzten Schriften interessiert, die mit ihm begraben wurden. Bergt sie für mich. Dann diskutieren wir euren Platz in meiner Machtstruktur. Natürlich. Dem können wir natürlich voll vertrauen. Also voll vertrauenserweckend. Gibt es ja eigentlich einen Bonus? Mal gucken. Nö. Was ein Beschiss. Ja, haut doch mal ab hier. Fall um. Dankeschön. So, im Übrigen war das eigentlich hier, wo ich mich so beschwert habe, mit welchem Lichtschwert wir rumlaufen. Ja, gut. Ja, erfordert Stufe 10. Das war bestimmt hier oder beim Sith-Krieger. Auf jeden Fall habe ich es jetzt rausgefunden. Wie wir unser Lichtschwert nochmal aufbessern können, dazu müssen wir aber nochmal die Flotte besuchen. Ja. Genau. Ich will nur die Schriften. Ihr seid niemals zufrieden, oder? Das Gift ist noch frisch in meinem Körper. Ihr entweiht mein Grab.
Mann, der ist ja nett. Ich bin nicht zum Plaudern hier. Ihr werdet sterben, bevor ich die Schriften herausgebe. Seid ihr zum zweiten Mal unvorbereitet in das noch bewohnte Grab eines Lords der Sith getappt? Seht euch um. Seht die Knochen. Seht die zerfetzten Gewänder. Hier führt Thanaton diejenigen, die er verabscheut, in den Tod. Ihr folgt ihm blind. Dabei solltet ihr eigentlich planen, ihn zu besiegen. Darth Thanaton hat keinen Grund, mich zu töten. Er ist ein Sith. Er braucht keinen Grund. Hör zu, Fleisch meines Fleisches. Ich habe schon bei unserer ersten Begegnung etwas in euch gespürt. Ihr habt eine seltene Anziehungskraft auf Geister. Das ist eine Quelle großer Macht. Aber sie hat schon viele Sith vernichtet. Es ist eure einzige Chance gegen Thanaton. Was meint ihr mit Anziehungskraft auf Geister? Sie spüren euch aus großer Entfernung, so wie ich. Und ihr weckt starke Emotionen in ihnen, wie bei diesem Geist. Zu meiner Zeit gab es mystische Bewegungen unter den Sith. Man versuchte, mit den Geistern zu kommunizieren und sich ihre Macht zum Nutzen zu machen. Von einem Sith namens Ergas sagte man, er verzehre Geister, so wie euer Dashaw Machtanwender verzehrt. Sein Wissen wurde mit ihm in der Nähe des Tempels der dunklen Seite begraben. Suchen dieses Wissen. Ich verstehe nicht, wie dieses Ritual mich vor Thanaton retten soll. Thanaton will euch tot sehen. Wenn ihr seinen Geist besiegt, erlangt ihr nicht nur die Schriften, sondern auch immense Macht. Ich will euch nicht erneut daran erinnern müssen, dass ihr die letzte Hoffnung unserer Blutlinie seid. Ihr müsst eure Kräfte steigern, bevor ihr euch Thanaton stellt. Ich werde nicht die Kraft haben, euch erneut zu verteidigen. Also, um es kurz zu sagen, wir müssen jetzt Geister verzehren, um stärker zu werden. Das ist ja auch mal eine interessante Methode, stärker zu werden. Ja, warum auch jahrelang sich in der Macht unterweisen lassen oder jahrelang trainieren, um die Macht zu meistern? Nein, wir verzehren einfach Geister und werden so mächtiger. Ja, das ist wieder so typisch Sith, ne? Wo müssen wir denn jetzt hin? Gar nicht so weit weg. Warte mal, wie fahren wir da jetzt am besten von Vihila? Ich hab's gar nicht mehr im Kopf, muss ich ganz ehrlich sein. Dass wir hier durchs Heldengebiet müssen, finde ich auch nicht so geil, aber was will ich machen? Kannst du machen nix, musst du machen zugucken. Gott sei Dank ist der Fahrstuhl gleich da. Komm, fahr hoch, Alter. Wahrscheinlich hätten wir uns auch irgendwie mit Schnellreise retten können. Aber hey, uns geht's doch noch gut. Noch 21% live. 19, hey. Komm, man weiß ja nie. Ich heile mich mal ganz schnell. Sind aber auf dem richtigen Weg, das ist gut, das ist schön. Sag mal, das ist doch eigentlich auch nur der Weg. Warte mal, lass mal, gucken. Da kommen wir hier durch, genau. Wir müssen in den Tempel der dunklen Seite. Da hätte ich echt schnell Reise nehmen können, ich Dödel. Na gut, dann eben so. Unsere Buffs laufen übrigens gleich aus. Das ist wunderschön. In 5 Minuten haben wir keine Buffs mehr.
Ich hasse diesen Bug einfach nur.